Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Abby Coleman von Modbox. Und ja, ich war ja eigentlich mit dem Dean verabredet. Was ist der denn? Ja, nur ein Motor. Oh, da kommt er ja. Er bringt wieder was Schönes mit, Leute. Hi Abby, guck mal den neuen Truck, den ich mitgebracht habe. Hi Dean. Das ist ebenfalls ein Truck von unserer Feuerwehr, ein neuer, der ist echt cool geworden. Das ist ein F350 von Ford. Ein Ja. 6,7 Liter Power Stroke Motor. Wow. Finde ich den auch im Katalog? Yeah, im Katalog, wieder auf der ersten Seite. Ja. Auf dem Blatt GMYK. Ja. Und dann der zweite Modell. Ah, da ist er. Siehst du, genau, Ford. 2010er F350. Ja. Yeah. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ist auch wieder wahrscheinlich so ein Wasser, Genau. Transportmittel, ne? Genau, dort haben wir einen eingebauten Wassertank, aber es ist auch das einzige Leitfahrzeug und ein Löschfahrzeug, was du hier oben an den Löschtrommeln siehst. Ja. Hat natürlich noch sehr viele andere Funktionen. Und schlappe 400 Horsepower. Ja. Dann kannst du hier eine Farbe ändern, aber das ist nur ein kleines Detail, das ich dir leider nicht zeigen kann, weil ich ehrlich gesagt selber nicht genau gefunden habe. Oh, ja, das ist schade. Das ist echt schade. Ja, Aber aber ich. Ja? ist ja ein very schöner Truck. Ah. Und er hat, wie ich sehe, 1324 Liter Füllvolumen. Genau, das ist der Wassertank. Wenn du hier einmal schaust, hör Moment. dir den Motor an. Piept zweimal? Ich Ja, höre. das ist der Start. Ich muss den Schlüssel umdrehen und die Zentralverriegelung und alles machen. Ah, der Motor hört sich super an. Darf ich noch mal einsteigen? Ja, Abby, ist ein V8. Steig ein, Schlüssel steckt. Das sieht super hier drin aus. Die Texturen sind wunderschön hier drin. So, jetzt machen wir den Motor an. Ah, mit Animation im Cockpit. Achtung, Dean! Ja, Weil. yeah, ich pass auf. Ah, die Nadel geht auch. Die Nadeln gehen sogar hoch und runter. Also, richtig schön. Achtung! Ja, und was kann er noch so? Ja, erstmal hast du ganz viele Lichter. Ja? Schalten wir das Licht ein und aus. Dann schauen wir uns das erstmal an. Das hier oben arbeitet hier Markierungsleuchten, wo du bist. Auf dem Dach, dann die normalen Ablendlichter. Oh, schön das Kegel. Genau wie Fernlicht, das hast du auch für die Ferne. Natürlich Und auch noch rundum. Seitenlichter, weil das ist ja ein Fahrzeug von der Feuerwehr, da hast du Arbeitslicht. Ja. Dann hast du natürlich auch noch Warnblinker und Blinker in diesem Auto. Oh, Und, und genau, Disco. ein Disco-Licht, Disco-Licht. eine Warnleuchte für Einsatzfahrten. Sogar an den Seiten und hinten. Hier, yeah, Blaulicht haben wir hier auch. Und wenn du jetzt siehst du den kleinen Schalter mit dem B drauf, Ja. drück da mal drauf. Ah. Ja. Hier. Eieiei. Das ist unsere Martinshorn, unsere Sirene für die Feuerwehrleitfahrzeuge. Jetzt mach ich mal Warnblick an. Hier. Warnblinker halt. Funks Er auch. blinkt auf beide Seiten. Einmal links und einmal Hier. rechts. Und einmal rechts. Mal Natürlich aus. gehen die Bremslichter auch. So, dann gucken wir uns mal den Wagen von außen an. Ja, wie gesagt, die Texturen sind richtig schön. Einmal für die Feuerwehr und einmal für den Notarzt. Ein extra Aufkleber drauf. Yeah. Very cool Aufkleber. Und er kann auch Wasser tanken, haben wir gesagt, ne? Genau, aber der kann nicht so viel tanken wie ein anderer Truck. Der kann nur eine kleine Startkapazität mitnehmen. Ja, ich fahre den mal tanken. Ja, yeah, mach das, ich komm nach. Ach, der ist schnell voll. Ich Ja. fahre den mal aus auf der Wiese. Mach das, fahr auf der Weser eine Runde, der ist auch geländegängig, ist ein Pickup. Oh. Ah, in den Kurven ist der schön. Bremsen. Auch gut. Wunderbar. Ah, fahren wir jetzt mal zum Händler zurück.
Oh, das war knapp. Ja, dann schauen wir uns mal an. Natürlich können wir auch noch dazu sagen, der Truck kannst du auch zum Wasser bringen für deine Tiere benutzen, ja, wenn du einen ausgemusterten von die Feuerwehr kaufen kannst. Ja, so, jetzt gucken wir uns noch die Fehler an. Ein Warning schmeißt er. Da muss dann nochmal drüber geschaut werden. Ja, und sonst? Groß und ganz ein gutes Fahrzeug. Ja. Very good truck. Also was Gutes für die Feuerwehr. Gut, meine lieben Freunde, yeah, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, schreibt was Schönes in die Kommentare und dann, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Oder in der nächsten Mod-Vorstellung, besser gesagt. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao, Leute.